Warum steigen Gold und Bitcoin? Und die Antwort ist Inflation und Schulden, beziehungsweise die mangelnde Bereitschaft, den mangelnden Willen der Machthaber, diese Inflation in den Griff zu kriegen. Erstens und vor allem zweitens die Verschuldung in den Griff zu kriegen. Es gibt in Washington, es gibt eigentlich weltweit kaum eine Regierung, die sagt, Mensch, wir müssen vielleicht die Steuern anheben, wir müssen weniger Geld ausgeben, damit wir unseren Haushalt wieder irgendwie auf nachhaltige Beine stellen. In Washington ist das Gegenteil der Fall unter der Biden-Regierung, und wer glaubt, dass es unter Trump besser würde, der glaubt an jungfräuliche Geburten. Also, was ist da los? Man kann sagen, es ist ein Misstrauensvotum, was wir bei Gold und auch bei Bitcoin sehen, gegen das, was sozusagen auf politischer Ebene in Sachen Inflationsbekämpfung und Schuldeneindämmung passiert. Das ist das eine. Aber alles hat einen Auslöser, und der Anstieg von Gold und Bitcoin hat einen Auslöser, und der war im Dezember, als sich Fed-Chef Powell hinstellte und erstmal sagte, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, und dann war die Büchse der Pandora geöffnet. Hier sehen wir mal den Verlauf. Erstmal sagend, Paul, wir haben zwar überhaupt gar keine Inflation, das war 2020, 2021 dann, diese Inflation ist vorübergehend, dann 2022 erst die Wende in der Geldpolitik mit den Anhebungen der Zinsen. Und dann im Prinzip im Dezember die Aussage, naja, also wir werden die Inflation nicht mehr bekämpfen, warum sonst sollte man die Zinsen senken? Da muss man schon glauben, dass die Inflation sehr schnell, sehr deutlich zurückfällt. Das, wie gesagt, oder das ist ja offenkundig nicht passiert, wie wir wissen. Vielmehr sind die Inflationstendenzen nach oben gerichtet wieder. Sie wechseln gewisserweise vom Dienstleistungssektor, der vorher der Träger der Inflation war, jetzt in den Gütersektor, kommen dort allerdings mit aller Macht. Das Problem ist, während vorher der Dienstleistungssektor florierte, Inflation erzeugte, haben wir das Ganze jetzt im Gütersektor. Nur der Gütersektor ist für den Arbeitsmarkt viel weniger wichtig. Das heißt, da werden viel weniger neue Stellen geschaffen. Wenn wir also eine latente Abkühlung bei Dienstleistern sehen, dann dürfte das durch den Boom des Gütersektors nicht aufgefangen werden. Das heißt, wir haben eine latent schwächer werdende Wirtschaft. Dennoch eben diese stagflationären Tendenzen, die damit verbunden sind. Aber schauen Sie sich mal diese Grafik an, meine Damen und Herren, die ist sprechend. Hier sehen wir die zweijährigen Break-Evens gegen Bitcoin und Gold. Break-Evens sind praktisch gepreiste Erwartungen für Inflation. Also was erwartet man, was erwartet ein bestimmter Markt an Inflation? Und wir sehen, das Ganze erreicht Dezember einen Punkt, an dem es dann nach oben dreht. Hier passiert der Ausbruch, sowohl bei den Break-Evens als auch bei Bitcoin, als auch bei Gold geht es zu diesem Zeitpunkt deutlich nach oben. Das ist sozusagen der Punkt, an dem diese Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst wird. Und was war da? Da war natürlich diese Pressekonferenz, wo Paul diese Wende plötzlich hinlegte, nachdem er eine gute Woche vorher noch erzählt hatte damals, dass man überhaupt nicht an Zinssenkungen denke, wurde er dann bei der Pressekonferenz plötzlich seltsamerweise angesprochen. Ja, wie schaut es denn aus mit Zinssenkungen? Ja, haben wir drüber nachgedacht. Und das war natürlich sozusagen das Öffnen der Büchse der Pandora. Hier, ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, aber sie ist wichtig. Damals, als Paul das sagte, ja, wir haben mit Zinssenkungen mal schon gesprochen und nachgedacht, da sieht man diese Kerze bei den Renditen, länger laufenden Anleihen. Die Renditen sind also gefallen. Man hat also seitens des Anleihemarkts gesagt, boah, der will wirklich die Zinsen senken, also runter mit den Renditen. Wir sehen, dass diese Control Bar jetzt komplett pulverisiert wurde. Das ist also ausradiert. Wir sehen das auch hier im Dezember bei dem Goldman Inflation Basket. Das sind also Aktien, die von Inflation profitieren. Das ist hier seit Dezember dann deutlich nach oben geht. Also auch hier der Ausbruch im Dezember deutet darauf hin, dass Paul, der Fed-Chef, nicht der Grund ist, aber der Auslöser ist, nachdem offenkundig die Fiskalpolitik wie auch eben die Notenbankpolitik keinen Willen mehr erkennen lassen, das Steuer rumzureißen. Und hier sehen wir mal die Schulden in den USA. Das dürfte sich jetzt zwischen 2017 und 2025 verdoppeln, von 20 Billionen auf 40 Billionen Dollar. Wir sind etwa alle 100 Tage, haben wir einen Anstieg von 1 Billion Dollar an Schulden.
Das ist so unfassbar in der Dimension und es gibt, wie gesagt, keinerlei Wille, irgendwie das einzuschränken. Im Gegenteil, gestern zum Beispiel Biden mit der Absicht, 25 bis 30 Millionen Amerikaner den Student Debt Loans zu entlassen, erlassen, so muss es heißen, also dass die praktisch ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen müssen. Das Ganze geht dann letztendlich auf Kosten des Staates, der übernimmt das, die Verschuldung steigt immer weiter, man kann ja den Dollar drucken, oder? Das könnte sich als Irrtum herausstellen, denn wenn du es zu bunt treibst, dann kriegst du ein Problem mit deiner Währung. Und genau diesen Zusammenhang, den bringt Charlie McEligot auf den Punkt. Er sagt, es ist ein hässlicher Policy Fact, dass Paul ja hier angedeutet hat, die Zinsen senken zu wollen und das, obwohl die Kreditaufnahme der Amerikaner weiter explodiert und es weder bei den Republikanern noch bei den Demokraten in irgendeiner Form Bereitschaft dafür gibt, Schmerzen in Kauf zu nehmen. Schmerzen wären etwa unpopuläre Maßnahmen wie die Steuern anzuheben. Sir Donald will ja sogar die Steuern wieder senken, die Unternehmenssteuern vor allem senken, also weniger Einnahmen für den Staat. Die Biden-Regierung ist da auch nicht gerade mustergültig, Steuern anheben oder eben die Ausgaben kürzen. Auch das ist wohl weder unter einer Biden-Regierung noch unter einer Trump-Regierung in irgendeiner Form absehbar. Und unten sehen wir, dass die Zinslast der Amerikaner nun über 1 Billion Dollar pro Jahr gestiegen ist. Tendenz steil weiter nach oben gehend. Und dann stellt sich eine Janet Yellen hin, die ja in Peking jetzt war, also China-Besuch, und sagt also, wir machen uns schon Sorgen, dass ihr hier Überproduktion habt. Keine Frage, die Chinesen haben jede Menge Überproduktion, das ist ganz klarerweise der Fall. Deswegen haben sie auch eine latente Deflation und deswegen exportieren sie vielleicht auch ein Stück weit diese Deflation, indem sie uns zum Beispiel billig Autos anbieten, also ihre Überproduktion praktisch ins Ausland verschaffen. Müsste eigentlich einer ehemaligen Notenbankerin wie Janet Yellen ganz recht sein, dass damit letztendlich die Inflationstendenzen bekämpft werden. Ist die aber nicht, sondern sie sagt, ja, also das ist ungesund für China. Also scharfe Kritik hier an den Chinesen und das wäre, wie Zero Hedge schreibt, in etwa so, als würde sich der chinesische Premierminister in den USA hinstellen und sagen, also dieser exzessive Konsum auf Pump, den ihr Amerikaner betreibt, das ist nicht gut für die USA und auch nicht gut für Europa und auch nicht gut für Asien. Das muss man sich mal vorstellen, wenn das passieren würde, dann würden da einige Herrschaften in Washington vom Hocker fallen. However, kommen wir nochmal zurück zu Gold. Wir sehen ja, dass in irgendeiner Form es einen Grund geben muss, diesen Anstieg zu erklären. Und das ist aus meiner Sicht steigende Inflation bei mangelnder Bereitschaft der Notenbanken, diese Inflation durch vielleicht sogar nochmal Zinsanhebungen zu bekämpfen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die exzessive Verschuldung. Und so sehen wir, dass Gold steigt, obwohl die Realrenditen, also die Kapitalmarktzinsen minus Inflation, ja nach unten gehen, was normalerweise nicht gut für Gold ist. Normalerweise müsste Gold sogar fallen. Wir sehen auch, dass der Dollar ja nicht schwach ist. Oft steigt Gold, wenn der Dollar schwach ist und umgekehrt. Und es sind auch nicht so wirklich die Zentralbanken, die hier unfassbar viel kaufen. Ja, man kauft, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Zentralbanken schon deutlich mehr gekauft haben, ohne dass der Goldpreis so in die Höhe geschossen ist. Und manche erwarten mindestens einen Kursstieg bis 2700 Dollar. Weil hier eben eine Cup and Handle, eine Untertassenformation hier am Start sei. Charttechnisch ist das schon ein Ausbruch, gar keine Frage. Das andere ist, dass wir jetzt diesen Ausbruch bei Gold sehen, obwohl die Geldmenge in den USA nicht mehr steigt. Wir sehen, Money Supply ist natürlich massiv gestiegen in Corona, als die Fed die Zinsen gesenkt hat, Liquidität ins System gepumpt hat, Helikopterchecks durch die Regierung, blip und blab. Damals sind natürlich die Geldmengen explodiert geradezu. Das passiert jetzt nicht mehr. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass so viel Geld ins System gepumpt wurde. Wenn jetzt sozusagen die Geldmenge ein bisschen sinkt, und sie sinkt nur ein bisschen, wie Sie hier sehen, dann heißt das nicht, dass noch nach wie vor sehr viel Geld im Umlauf wäre. Das darf man nicht verwechseln. Dennoch sehen wir, dass also hier eine erneute Ausweitung der Geldmenge sicherlich nicht das Erklärungsmotiv ist. Und Fakt ist, wenn also der Glaube fehlt, dass die Zinsen schnell und deutlich sinken können, weil eben die
Inflation zurückgeht. Das ist ja das Goldilocks-Motiv der Aktienmärkte, dass sie irgendwie immer noch glauben, starke Wirtschaft einerseits, auf der anderen Seite wundersamerweise sinkende Inflation bei dann sinkenden Zinsen. Wenn du also den Glauben verlierst, dann investierst du Geld irgendwo da, wo es eben gute Renditen gibt, zum Beispiel in US-Geldmarktfonds, da kriegst du deine 5%. Und wir sehen hier in der letzten Woche alleine 70,5 Milliarden Dollar in diese Geldmarktfonds geflossen. Größter Zufluss seit 3 Monaten, über 6 Billionen sind da jetzt drin. Und ein Misstrauensvotum sehen wir auch im Anleihenmarkt gestern, die 10-jährige US-Staatsanleihe, an der so vieles hängt, Hypothekenzinsen, Kreditkartenschulden, Blip und Blab. Die sind gestiegen auf 4,42%, Intraday sogar auf knapp 4,47%, das höchste Level seit Thanksgiving, also seit November. Und das korrespondierend, dass die Märkte jetzt nur noch 62 Basispunkte Zinssenkungen erwarten, also zwischen 2 und 3 Zinssenkungen in diesem Jahr. Und darauf reagieren eben die Renditen, aber nicht die Aktienmärkte. Wir haben nach wie vor dieses Riesengap, diese riesige Lücke zwischen Aktienmärkten und eben dem, was am Anleihemarkt passiert. Hier sehen wir mal für die einzelnen Monate die Rate Cut Odds, also wie ist die Wahrscheinlichkeit. Für Juni 49%, dass die Zinsen sinken, also eine 50-50-Geschichte. Dann September 65% und Dezember dann geht man davon aus, dass da nochmal was kommen könnte, aber das ist deutlich gefallen. Hier sehen wir das mal. Es ist ziemlich knapp. Es sind zwischen 2 und 3 Zinssenkungen. Aber unten diese Grafik ist wichtig. Wir sehen, dass der Manufacturing-Bereich sich erholt. Das ist in China so. Das beginnt jetzt auch in Deutschland so zu sein. Und dementsprechend steigen die Rohstoffpreise. Diese Erholung des Manufacturing-Sektors ist auch eine Folge der Lockerung der Financial Conditions, die vor allem eben durch Fed-Chef Powell im Dezember mit dieser Pressekonferenz ausgelöst wurde. Und hier sehen wir mal die Commodity Prices, meine Damen und Herren, gleichgewichtet, also wo jeder Rohstoff gleichgewichtet ist. Das ist bei den marktgewichteten Rohstoffindizes nicht der Fall. However, wir sehen, dass auf jeden Fall hier deutlich etwas nach oben geht. Wird das die nächste Welle, die wir hier sehen in Sachen Explosion von Güterpreisen, die wir ja in Corona gesehen haben? Hier rechts sehen Sie mal den Zusammenhang zwischen Rohstoffpreisen und Inflation. Das sieht also danach aus, als würde da möglicherweise was kommen. Jetzt muss ich das einmal händisch wegklicken. Und wenn wir jetzt zu einem anderen Thema kommen, nämlich Inflation, morgen kommen ja die US-Inflationsdaten, CPI, am Donnerstag dann die Erzeugerpreise, auch sehr, sehr wichtig, da geht es um die Margen der Unternehmen. Aber hier ein Artikel im Wall Street Journal, der Aufsehen erregt hat: What's wrong with the economy? It's you, not the data. Also nicht die Daten sind schlecht, sondern du bist das Problem. Da versuchte offenkundig jemand, der beiden Regierungen im Wall Street Journal nicht übermäßig abgeneigt ist, den Amerikanern einzureden, ihr habt irgendwie ein Wahrnehmungsproblem. Fakt ist, dass 74% der Amerikaner sagen, dass die Inflation in die falsche Richtung läuft. Und hier unten sehen wir mal das, was für die Amerikaner hier der Fall ist, nämlich Inflation. Und das hat sich natürlich jetzt nochmal deutlich beschleunigt. Also wir sehen, das ist ein Riesenproblem natürlich für die Amerikaner. Und das Ganze muss ich hier mal händisch wieder verändern. Und das Ganze geht dann einher mit unfassbar hohen Kreditkartenzinsen, 21,6% im Durchschnitt. Wir sehen, dass immer mehr Amerikaner, das war gestern die Umfrage der Fed, die da veröffentlicht wurde, davon ausgehen, ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen zu können. Das ist der höchste Wert jetzt seit 4 Jahren. Der glaubt, kann ich nicht mehr. Wir sehen hier 48 Monats New Car Loans, also 4 Jahre, wenn man ein Auto finanziert. Und das ist in den USA absolut gängig und Volkssport. Hier sehen wir Zinsen von 8,57%. Höchster Stand seit 2001. Und das jetzt korrespondierend mit einer Situation am Arbeitsmarkt, die sich aus meiner Sicht deutlich verschlechtert, kaschiert wird durch die Neigung, die Jobs ein bisschen über zu betonen, die Zahl der neu geschaffenen Stellen, die meistens durch Migranten überhaupt nur noch zustande kommen, Teilzeitjobs durch Migranten.
Und hier sehen wir mal NFIB Hiring Intentions, also kleinere Unternehmen. Wie schaut es aus? Seid ihr bereit hier zu hiren? Und das sieht nicht so wirklich gut aus. Das deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt deutlich schwächer wird. Wir sehen ja, dass seit Ende des Jahres Vollzeitstellen verschwinden, nur noch Teilzeitstellen geschaffen werden. Das ist nicht die Basis für eine gut wachsende Wirtschaft mit Konsum. Hier sehen wir mal die Mortgage Delinquencies, also da, wo Leute nicht mehr in der Lage sind, ihre Hypothekenschulden zu bezahlen. Was ist die Ursache? Unemployed, deutlich ansteigend jetzt, fast 11% der Leute sagen das. Also wir sehen, da tut sich sozusagen, naja, ein schwarzes Loch auf dem Arbeitsmarkt. Das ist eine Frage der Zeit. Der Arbeitsmarkt reagiert ja immer relativ spät auf die Dinge. Die Wirtschaft geht nach unten. Vielleicht ahnt das die Fed oder wird nach unten gehen. Der Arbeitsmarkt wird nach unten gehen, weil jetzt der Gütersektor nicht so viele Stellen schafft, wie es eben der Dienstleistungssektor gemacht hat. Der Dienstleistungssektor kühlt jetzt ein bisschen ab und abkühlend auch die Reaktion gestern an den US-Aktienmärkten. Wir sehen praktisch kaum Veränderungen hier unter dünnsten Volumen. Wir hatten gestern etwa im Spider, also im maßgeblichen SPY-ETF, 48 Millionen Kontrakte. Wir sehen dieses Rauf und Runter bei Eröffnung der Wall Street, bub, 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 und dann ging es mehr oder weniger seitwärts. Wir hatten ansonsten im S&P 500 die geringsten Umsätze seit dem Black Friday, also in diesem Jahr insgesamt jetzt die geringsten Umsätze. Das war praktisch vielleicht auch zu erwarten. Auch heute dürfte das in Maßen sein, weil die Marktteilnehmer natürlich warten auf CPI am Mittwoch, Fed-Protokoll am Mittwoch, dann eben die Erzeugerpreise am Donnerstag und dann den Beginn der Berichtssaison in den USA am Freitag. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Euro Richtung Dollar-Parität. Es gibt eine Spaltung zwischen EZB und Fed. Die Fed wird wahrscheinlich die Zinsen nicht so senken können, wie die EZB es machen muss, weil eben hierzulande die Wirtschaft viel schwächer ist. Hochinteressant, das könnte sehr große Konsequenzen für Investmententscheidungen haben. Daher erste Empfehlung, oben die Social Media Buttons drücken bitte und diese Artikel weiterleiten, wenn Sie sagen, das taugt was. Und dann, zweite Empfehlung, ist die Korrektur beim DAX jetzt schon beendet? Oder sehen wir ein neues Allzeithoch? Oder beginnt die Korrektur erst? Gute Frage. Also diese beiden Artikel bitte gerne weiterempfehlen. Ich sage jetzt Servus, ciao.